So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, es könnte vielleicht eventuell der letzte Part sein. Ich bin mir noch nicht sicher. Nee, kann's nicht. Oh, shit. Scheiße, ich brauche nochmal so, ich brauche nochmal diesen Sternsplitter. Das habe ich ganz vergessen. Ich brauche nochmal so einen Sternsplitter auch für die Fee. Aber kriege ich den denn wieder her? Na gut, werden wir noch sehen, werden wir noch sehen, werden wir noch sehen. Jetzt machen wir erstmal Missionen. Die Missionen, die noch übrig sind. Friedhof der Wächter zum Beispiel. Muss ich mit Roam machen. Okay, dann gehen wir ganz kurz Roam leveln. Jo. Geh mal hoch auf 70. Hey. Oh. Und dann... Oh, Wald der Krox ist gerade in Blutmond-Mission. Das ist natürlich auch sehr spaßig. Und dann gucken wir mal, was wir waffentechnisch bei dir noch gerade machen könnten. Also Stufe 966 ist er jetzt. Wenn ich ihn mit dem kombiniere, wird er Stufe 1073. Wenn ich den hernehme und kombiniere, wird er Stufe 1077. Das ist effektiver. Eins noch. Ha! Wollte schon sagen, vielleicht haben wir ja Glück und kriegen eine schöne Kombination. Okay. Gut, mehr können wir mit Roam gerade nicht machen, also wird es schon reichen. Auf geht's. Er darf jetzt gegen Wächter kämpfen. Na dann, Roam, kämpfe er gegen Wächter. Go, Roam. Go, Roam. Go, go, go. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Erstmal A aufladen. Ihr Drecksviecher da am Rand, Alter, verzieht euch. Aber sowas von. Ach, das ist so ein stillstehender Wächter. Ja gut, der ist ja auch kein Problem. Der ist ja sofort down. Der Flugwächter allerdings ist eine etwas andere Geschichte. Aber das Schöne ist, den Flugwächter nehmen wir jetzt mit. Hallo! Mach halt den scheiß Schmetter, Alter! Nein! Das sollte reichen. Genau. Damit haben wir dann auch schon den nämlich gleich weg. Sehr stabil. Sehr stabiler Angriff. Aua. Prima. Und für den Wächter, hier haben wir auch schon ein A, aber ich könnte mir denken, dass da noch ein Zornwächter kommt. Deswegen möchte ich jetzt mal noch keinen. Ja, vor allem geht es auch so schön. Deswegen möchte ich jetzt mal noch keinen Dings einsetzen. Feuerwächter. Ja, okay. Komm erstmal andere Wächter. Keine A einsetzen, wollte ich sagen. Ich könnte mir denken, dass noch Zornwächter kommen. Ich habe nicht genau hingeguckt, was für Gegner auftauchen werden. Das könnte man natürlich vorher gucken.
weiter. Jetzt gehen wir erstmal durch die Monsterhorden, um unser A weiter aufzuladen. Ja, genau so ist es. Wo sind denn die anderen? Ach, da unten. Meine Kraft ist auf dem Höhepunkt. Ach, ihr seid die anderen roten Punkte, ihr Drecksviecher. Ich hasse euch. Ja, echt mal. Okay, Abflug. Oh, stabil. Aus meinen Augen. Die sind aber beide jetzt schon komplett down, das heißt, da muss ich jetzt gar kein A mehr einsetzen. Ich könnte mir halt denken, dass noch ein Zornwächter kommt danach. Könnte ich mir wirklich denken. Oh, Blitzwächter kommt jetzt erst noch, okay. Aber auch du kannst dich nicht mehr bewegen, das passt also soweit. Ja, ich warte mal, bis beide da sind. Dann kann ich nämlich beide wieder mit einem A manövrierunfähig machen. Sehr schön. Perfekt. Aber ich fürchte, danach kommt noch der Zornwächter. Ja, war klar. Jetzt habe ich kein A mehr. Scheibenhonig. Man muss halt so gegen die kämpfen. Ja, da sind sie schon. Hilft nix. Aber die Zornwächter, das ist das Problem, die kann man auch nicht, da kann man auch nicht die Beine abtrennen, soweit ich das mitbekommen habe. Bisher habe ich es nämlich noch nie hinbekommen. Ich glaube, die sind da wirklich sehr, sehr, aua, sehr, sehr fest angewachsen. Wir werden es gleich sehen. Habe ich ein Bein abgetrennt? Oh ja, doch, es geht. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte, das geht gar nicht. Weit und immer weiter. Plus Alter. So. Aua. Oh. Gar nicht gesehen, was die Energie hier... Die war ja nicht so angenehm. Na endlich, macht er eine Aktion. Komm schon. Okay, das war's. Dann auch hier. Das sollte reichen. Bleibst nur noch du übrig, mein Freund. Ja, hau ruhig ab.
Hallo? Was ist jetzt dein Problem, jetzt? Ist okay, du kannst hin und her krabbeln. Ich habe da kein Problem mit. Nee, du hättest ruhig weiter krabbeln können, ne? Das wäre gar nicht schlimm gewesen. Tschüss. Was tut er? Mist. Ich hab nichts zum Essen. Jetzt habe ich Problemchen. Ich bin mal kurz weg hier. Ich brauche irgendwo Kisten. Haben wir irgendwo Kisten rumfliegen, zufällig? Irgendwo eine Kiste? Nein. Hier am Rand irgendwo Kisten? Geht der kaputt? Nein. Kiste! Das ist Geld! Ich brauch kein Geld. Scheiße. Wieso habe ich kein Essen mehr? Wieso habe ich nicht drauf geachtet? Ich hasse das. Muss auch auf die Zeit gucken. Muss auch auf die Zeit gucken. Uff. A kriege ich jetzt halt auch nirgendwo aufgeladen. Kisten! Nein, das ist alles Geld. Geld allein macht aber nicht glücklich. Oh shit. Oh shit, guys. We have a huge problem. Im Gras kann keine Herzen drin sein, ne? Das sieht sehr, sehr unherzig aus hier. Scheiße. Kisten! Das ist alles nur Geld. Ich brauche kein Geld. Ich brauche Leben. Ja gut, dann muss ich mit Magie arbeiten. Ich muss jetzt wieder zurück, sonst schaffe ich es nicht. Wenn ich jetzt nicht zurückkehre, schaffe ich es nicht, ne? Ah, fuck. Okay. Wir arbeiten ganz vorsichtig mit Magie. Ne? Fangen euch! Okay. Und weiter. Ah, und wenn er sowas natürlich macht, dann kann ich schön das Ganze ausnutzen. Und brauche gar nicht meine Magie einsetzen. Mach's nochmal, mach's nochmal. Nee, so nicht. Nee, das machst du nicht. Das machst du nicht, mein Freund. Okay, Abflug. Huiuiuiuiuiui. Da habe ich am Ende noch mal ein bisschen Bammel bekommen, dass das schief gehen könnte, aber es ging nicht schief. Huh. Glück gehabt.
sag ich an der Stelle mal. Einfach Glück gehabt. Okay. Gut. Oh, okay. Neues Upgrade. Oh, Terrako ist fertig. What? Oh, das kostet jetzt auch wieder 3 Dinger. Nee. Scheiße. Scheiße. Eine neue Kraft. Das bedeutet, es kommen doch noch ein paar mehr Missionen, als ich dachte. Deine Angriffe werden stärker, wenn du angreifst, während du dein Aussehen änderst. Oh, während ich mein Aussehen ändere, okay. Auch interessant. Was haben wir jetzt hier? Das ist die Anfangs... Nee, das ist die Angriffsfläche. Oh ja, die riesige Mission. Wahrscheinlich ist es die, genau. Ja, jetzt kann man das noch nicht machen. Achso, das ja sowieso nicht, aber das hier auch noch nicht. Jetzt brauchen wir wieder nochmal 5 Steine. Ach, verdammt. Aber jetzt setzen wir erstmal Terrako zusammen. Terrako ist wieder vollständig. Let's go. Jetzt ist er perfekt! Also, theoretisch. Ich will mich ja nicht einmischen, aber seid ihr sicher, dass das funktioniert? Habe ich vielleicht etwas vergessen? Du hast alles gegeben. Warten wir ab, was passiert. Womöglich ist er einfach nur müde. Rivali könnte recht haben. Hey! Einen guten Morgen! Wach doch endlich auf! Impa! Ich wollte gerade sagen, der spielt bestimmt gleich Zeldas wie ein Lied. Ich wollte es predicten. Ich war zu langsam. Oh, neue Credits. Okay. Okay. Terrako Credits. Das Rivali-Thema. Ah, das haben sie schön gemacht. Das haben sie sehr schön gemacht.
Das waren sehr schöne Credits. Also das waren wirklich, von der Idee her, waren das sehr coole Credits. Das muss man mal sagen. Das waren mit die schönsten Credits, die ich jemals gesehen habe. Einfach ideentechnisch. So. Ein großer Erfolg. So sieht's aus. Terako, Zeitreisender Wächter, ein kleiner Wächter, plötzlich von Link und den anderen erschienen. Er reist aus der Zukunft durch. Wait, ich kann jetzt mit dem kämpfen. Dann gibt es jetzt noch Terrakommissionen oder was? Ah ja. Längerer Komboangriff. Ja, ich kann jetzt mit Terrakommissionen. Ja, alles klar, ist okay. Jetzt, ja, jetzt tauchen natürlich nach und nach die. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich verstehe. Was fehlt uns hier? Oh nein, da fehlt der Rüstungskürbis. Den können wir gleich mal kaufen. Rüstungskürbis können wir gleich mal wieder anfangen zu kaufen. Ja. Okay. Okay, ich sehe schon, das ist nicht der letzte Part. Oh. Wenn natürlich der Rako noch als Kämpferchen kommt, dann kommt noch ein bisschen was. Herzen plus eins. Was fehlt uns hier? Octorok-Ballon und Octorok-Urkunde. Ja, okay, also Octoroks besiegen. Wenn ich jetzt da allerdings das aktiviere, dann liegt wieder alles, ne? Naja. Ja. Wobei, warte, Octorok-Ballon kann ich doch kaufen. Ja. Sag ich doch. Oh. Oh. So. Was willst du da oben jetzt? Ach, du zeigst auf die Mission, weil es dein Terrako-Training ist. Ja, da gehen wir ja gleich hin, Terrako. Da gehen wir ja gleich hin, ist doch gut. Ist doch gut. So, also sobald ich Octorok besiegt habe, geht's dann hier weiter. Herzen plus eins. Und mehr Terrako-Upgrades. Heieiei. Längerer Kombo-Angriff. Da willst du auch hin, Terrako? Ja, kommt gleich alles. Chill. Chill bitte deine Basis. Okay, wäre cool. Wo ist mehr Terrako-Stuff? Da ist mehr Terrako-Stuff. Spezialangriffsleiste, die ist wichtig. Ich hoffe, ich kann mit ihm umgehen. Wir werden sehen. So, was haben wir hier? Rohrzucker, den müssen wir doch auch kaufen können. Ja. Oh. Dann, was fehlt uns hier? Eine Hidox-Urkunde, okay. Das geht auf jeden Fall. Länger Kombo-Angriff. So, noch irgendwo ein blinkender Terrako. Sonst gehen wir gleich mal in Terrakos Training. Und gucken mal, was das so drauf hat, der Kleine. Na, erstmal leveln wir ihn hoch. Auf 70. Jo. Terrako! Hey. Oh. Waffen dürft ihr eigentlich noch nicht bei ihm geben. Jo. Jo. Na dann, Terrako-Training. Ab geht's. Ich bin gespannt, was er so kann. Das Spiel schafft es immer wieder, wenn man denkt, jetzt hat man es durch. Kommt noch mehr. Halte ZR, um mit einem Energiestrahl anzugreifen.
Halte ZR, um den Strahl zu verstärken. Energiestrahlen können auch abgefeuert werden, während du einen normalen oder starken Angriff ausführst. Was war denn dieses Lähmen? Berührst du was oder ein metallisches Objekt mit einem elektrisch aufgeladenen Angriff, erzeugst du eine starke Entladung, mit der du deine Gegner lähmen. Oh, okay. Ach du grüne Neune. Drück hinter Luft B, um dich mit deinem Paarsegel vom Wind... Achso, ja, lol. Okay, Tarako. Show me what you got. Also, zumindest kann man schon mal normal mit ihm kämpfen. Das ist schon mal sehr gut. Er hat keinen jetzt irgendwie ganz komplizierten Angriff. Schauen wir uns erstmal seine A-Attacke an. Die will ich sehen. Okay, Tarako. Dein A-Move bitte einmal jetzt demonstrieren. Ja, fühl dich. Okay, was ist das, was er da macht? Können wir das mal weiter aufladen? So, noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Kann ich mit den Dingern jetzt irgendwas machen? Oder sind sie wieder weg? Ah, das hat ja nicht so mega den Erfolg gebracht. Ich weiß, wir müssen den Energiestrahl noch angucken. Ich wollte jetzt erstmal die Attacke sehen, wenn man den Schnellangriff. Aber so kriege ich den nicht zu sehen, weil der vorher drauf geht, der Kollege. Na gut. Machen wir mal den Laserstrahl. Okay. Ach so, so kann ich schießen. Ja, lol. Und das kann ich auch verstärken, wenn ich es gedrückt halte. Wie weit kann ich das verstärken? Ah ja! Okay, interessant. Aber vielleicht sollten wir uns jetzt mal darum kümmern, die Mission auch zu schaffen. Ich habe noch 3 Minuten für 400 Gegner. Das könnte ein bisschen problematisch werden.
Ist schon ein lustiger Kollege, muss man sagen. Aber ich glaube, ich werde die Mission nicht schaffen, weil ich zu viel rumgetrödelt habe. Wir brauchen mehr Gegner. Mehr und schneller müssen sie nachkommen. Ja, das wird nicht reichen. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ah, da sind mehr aufgetaucht. Hier drin sind mehr, ganz viele. Schnell. Aber es sind zu wenige. Oh lol. Stabile Attacke. Ja, wie gesagt, ich habe zu viel rumgetrödelt, ich weiß. Hätte nicht gedacht, dass die Zeit so knapp bemessen ist, aber gut. Dann machen wir es halt nochmal. Ja, ist egal. Passt schon. Oh, ich schieß völlig falsch, lul. Da ist die Meute. Kann ich mich drehen, wenn er die A-Attacke macht? Muss ich mal testen. Ich hatte das Gefühl, ich könnte mich drehen dabei. Muss ich gleich mal testen. Lol, okay. Ich habe halt noch nicht ganz verstanden, was die Kugeln da am Rand machen können.
Vielleicht einfach zusätzlichen Schaden oder so. Keine Ahnung. So, jetzt testen wir mal die Geschichte, ob ich mich mit dem A drehen kann. Oder ob das einfach Einbildung war. Nee, es war Einbildung. Okay. Geht schon nur in eine Richtung. Sind wir zeitlich besser dran als vorhin? Ich hoffe. Müssten wir eigentlich. Ich meine, ich gebe mir diesmal von Anfang an Mühe und spiele nicht rum. Oh, lol. Der hat schon ein paar verrückte Tricks drauf, der Kollege, ne? So, Hälfte Gegner ist weg und Hälfte der Zeit ist auch gleich rum. Also wenn wir in dem Tempo weitermachen, passt es. Aber theoretisch müsste dann Terrako doch die ganzen Wächterwaffen tragen können, die sonst Link eingesammelt hat. Also das wären doch dann irgendwie seine Waffen, diese Wächterdinger. Keine Ahnung. Ja, wo kommen jetzt wieder die Neuen? Jetzt kommen die Neuen. Dauert alles viel zu lange hier. Oje, 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 oje. Ich hab da noch eine Minute. Jetzt. Nein, die Energie reicht nicht. Alter, die Zielenergie, sag ich schon, die Zeit reicht nicht. ...74, 74, 76, 77. Ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht. Ah, scheiße. Ich hasse diese Missionen, wo man zu wenig Gegner bekommt. Hä? Seit wann konnte ich das denn? Ach, das ist dem Sein. I see. Dann wird er einfach zu so einem Flugwächter. Auch interessant.
Hallo? Alter, was tut er? Wir sind schon wieder viel zu knapp in der Zeit. Noch 200 und noch 3 Minuten. Das klingt besser als vorhin. Wenn ich ehrlich sein soll, klingt es deutlich besser als vorhin. Wohin schießt du, Tarako? Naja, es passt einigermaßen. Einigermaßen hat es gepasst. Optimal war es nicht, aber ist okay. Wir haben jetzt schon 400. Wir haben jetzt schon 400. Nice. Ja, diesmal haut's hin. Bin da guter Dinge. Weg mit dir. Gott. Und jetzt noch auf 500 hoch. Sechzig, siebenundsechzig. Das sind alle, die man besiegen muss, ne? Das geht wirklich auf, das geht wirklich komplett auf. Oh mein Gott, ey. Alter, mach's nicht so spannend.
96, da draußen sind noch 4, 2, 97, ey, wo sind die? 98. Yo! Alter, das wäre doch mal fast knapp geworden. Jetzt besiegen wir noch Roam, ist okay. Solange der nicht zum Zeitlimit dazugehört, ist alles in Ordnung. Alter Schwede. So. Meine Güte. Interessanter Kollege, der Tarako. Aber das war schwierig. Ah, okay, der kämpft mit solchen. Okay, der hat eigene Waffen. Okay, alles klar. Na gut, na gut, na gut, meinetwegen. Einfach komplett eigene Waffen nochmal. Ist okay. Dann ist das eben so. Sheesh. Das könnte aber bedeuten, dass es nochmal mehr Missionen gibt, weil auch Tarako noch so eine Zusatz-Upgrade am Ende bekommt. Und dann bräuchte man nochmal mehr Missionen. Ja, okay. Ich glaube, wir sind noch nicht durch. Ich dachte, ich schaff's in der Session, das Spiel durchzuspielen. Naja, jetzt kommt eine Tarako-Mission nach der nächsten. Ja, natürlich kämpft Tarako jetzt noch gegen Wächter. Genau. Er hat ja sonst nichts zu tun. So, gehen wir erstmal kurz einkaufen. Für die anderen Tarako-Upgrades. Brauchen wir noch was irgendwo? Nein, sieht aktuell nicht danach aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann euch sagen. Ja, okay. Dann sind wir so schnell, wie gesagt, noch nicht fertig. Ach ja, da braucht man Hinox. Richtig. Jetzt wäre das hier die Blutmund-Mission. Nee, danke. Ich verzichte. Ja, dann schließen wir ab. Aber ich schließe jetzt auch die Aufnahme ab. Ich dachte, ich schaffe es in der Session durch. Aber es ist noch nicht zu Ende. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Gut. Danke fürs Zuschauen. Schnell speichern. Und tschüss.